Monsieur, Dame, il faut cuisiner. Ich lese Der junge Koch, die junge Köchin. Das ist dieses Buch. In Teil Einführung bin ich angekommen bei 2. Lebensmittelinfektionen, Lebensmittelvergiftung. 2.1 mal Salmonellen im Kapitel Hygiene. So. Lebensmittelinfektionen, Lebensmittelvergiftung 2.1 Salmonellen. Salmonella-Bakterien stammen ursprünglich immer von Tieren. Sie werden aber auch über andere Lebensmittel, wie zum Beispiel Eier, übertragen. Salmonellen verursachen bei Menschen Lebensmittelinfektionen. Sie können im Darm von Tieren und Menschen leben, ohne diesen unmittelbar zu schaden. Man nennt die Betroffenen Dauerausscheider. Aha. Da haben wir schon die ersten Fehler im Buch, macht aber nichts. Hier sind Salmonellen. Verantwortlich für Lebensmittelinfektionen. In der Abbildung 1 auf der Seite sind sie verantwortlich für Lebensmittelvergiftungen. Bei unzureichender Körperhygiene, in Klammern Händewaschen, gelangen die Salmonellen an die Lebensmittel. Keime können bei nicht fachgerechter Arbeitsweise auch von einem Lebensmittel auf ein anderes übertragen werden, so zum Beispiel, wenn Behältnisse und Arbeitsgeräte nach dem Auftauen von Hähnchen nicht gründlich gereinigt werden. Man spricht dann von Kreuzkontamination. Pasteurisierte und sterilisierte Lebensmittel erhalten. Boah, heute ist schlimm. Es ist aber auch nicht. Es ist keine Serifenschrift, das ist nicht schön in dem Buch hier. Pasteurisierte und sterilisierte Lebensmittel enthalten wegen der Erhitzung keine Salmonellen. Erkrankungen treten vor allem nach dem Genuss von infiziertem rohem Schlachtfleisch, Geflügel und Eiern auf. Belehrungen des Personals sind vorgeschrieben. Verpackungsmaterial von tiefgekühltem Geflügel aus der Küche bringen, Tauwasser wegschütten, nach Umgang mit Eiern und Geflügel Händetisch und so weiter gründlich reinigen. Hände waschen schützt vor Übertragungen. So, und dann gibt es hier noch extra Material im Kapitel 2.1. Das ist ein blauer Punkt. Bevorzugt befallen werden tierische Lebensmittel wie Geflügel, Hackfleisch, Eier sowie Produkte aus diesen Rohstoffen wie Geflügelsalat, Cremes, Mayonnaise. Salmonellen sterben bei etwa 80 Grad Celsius ab. Das Gift wird beim Erhitzen zerstört. Besonders gefährdet sind Personen mit einem geschwächten Magen-Darm-Trakt, steht hier in dem roten Kasten. Und Vermehrung der Keime, Salmonellen ausscheidende Menschen, Salmonellen ausscheidende Tiere. Es ist vor allem das Besteck und die Hände. Und die Keime kommen direkt in den neuen Menschen oder es geht über Fleisch und Eier. Es gelangt in die Lebensmittel und dann werden die Keime mit der Nahrung aufgenommen. Und dann hat man eine Salmonellenvergiftung, eine Salmonellose. So. Das ist die Abbildung 1, Lebensmittelinfektion am Beispiel der Salmonellen. Am Beispiel Salmonellen steht hier. Und es geht weiter mit 2.2 Eitererreger, in Klammern Staphylokokken. Und das ist was für morgen. Tschüss. Boah, ist immer noch heiß. Muss schon sein. Lecker.